Heute verwandeln wir Klopapier in kunstvolle Blumen. Und das Beste daran, du brauchst keine teuren Materialien oder speziellen Werkzeuge, um ein wunderschönes Bild zu gestalten. Also schnapp dir deine Bastelsachen und lass uns loslegen. Nachdem ihr das Klopapier zugeschnitten habt, bemalt ihr den abgeschrägten Rand abwechselnd mit zwei verschiedenen Farben und drückt es anschließend in die richtige Form. Dann könnt ihr mit einem Pinsel etwas Wasser drauf tropfen, damit die Farbe im Klopapier schön verläuft. Wenn ihr einmal raus habt, wie es funktioniert, ist das wirklich kinderleicht. Jetzt könnt ihr eure Fantasie freien Lauf lassen und ganz unterschiedliche Blumen in verschiedenen Farben und Größen gestalten. Die Blumen habe ich dann über Nacht trocknen lassen und am nächsten Tag mit dem Bild weitergemacht. Mit verschiedenen Grüntönen habe ich eine Wiese auf einem etwas festeren Aquarellpapier vorgezeichnet und dort anschließend mit Flüssigkleber meine Blumen befestigt. Da ich zwischen den Blumen noch etwas Platz hatte und ich auch noch mehr Farbe reinbringen wollte, habe ich dann noch ein paar bunte Schmetterlinge an die Blumenwiese gemalt. Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, ob ihr die Technik schon ausprobiert habt und wie eure Blumen geworden sind.